werde jetzt wahrscheinlich der Professor sein. Guten Tag. Bin ich hier richtig bei Familie Ramböck? Ich komme wegen die Wohnung. Ich habe schon geschrieben. Ja, geschrieben haben da sehr viele. Wir haben uns gar nicht mehr retten können. Was meinen Sie, was da los war? Da war der Teufel los nach dem Inserat. Das ist jetzt eh schon die engere Wahl. Ja, kommen Sie doch rein, Herr Professor Tabasaran. Dankeschön. Was sollen jetzt hier zu dem? Das soll ja Professor sein. So, das wäre jetzt hier die Wohnung, gell? Sie ist vor 5 Jahren erst alles gründlich renoviert worden. Wir haben das alles total neu renovieren lassen. So. Jetzt waren sie auf einmal alles Professoren. Da drunten, da handeln sie ja praktisch mit so Doktortiteln. Darf ich Hier, da haben wir die Küche. Ja. Das ist ja die Spüle, die ist noch vom Vormieter. Ja. Der würde halt großen Wert darauf legen, dass sie abgelöst wird. Ich meine, sie müssen es nicht nehmen. Aber ich meine, wenn jetzt jemand die Wohnung unbedingt will, dann hat er halt auch gleiche Spüle. Ja, wie viel kostet denn die Spüle? Ja, 2000 Mark sind veranschlagt. 2000. Ja, neu hat die wahrscheinlich viel mehr gekostet. Ich finde, wenn er jetzt schon die Wohnung will, dann soll er die Spüle nehmen. So, das wäre das Schlafzimmer. Ja. Da drüben Wohnzimmer. Sie können natürlich da drüben auch schlafen, nicht? Oder da drüben schlafen, das ist praktisch egal. Ja. Das ist, wie Sie die schlafen sowieso, was wollen. Irgendwo ist ein komischer Vogel. Ja, Herr Tabasaran, sind Sie alleinstehend oder haben Sie Familie? Meine Familie lebt zurzeit in Vancouver. Ja, haben Sie Kinder? Ja, schon. Ich habe 3 Söhne und 1 Tochter. 4 Kinder? Na, da brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Ja, mein ein Sohn studiert schon und die Tochter ist verheiratet in Amerika. Die anderen 2 Kinder leben natürlich bei der Mutter. Mir ist das sowieso wurscht. Der soll eine gescheite Kaution hinblättern. Ne? Wir machen den Mietvertrag sowieso noch befristet, maximal auf 1 Jahr. Da draußen haben sie noch einen Balkon und wenn sie da schauen, dann haben sie noch so ein Ding, so eine Abstelle oder so. Ach ja. Ja, ach, Herr Dinge. Das wäre es ja dann im Wesentlichen, nicht? Preis ist Ihnen bekannt. Ja. Und Sie haben ja dann auch gleich die U-Bahn vor der Nase, nicht? Ja. Ja, Haustiere ist eh klar. Sie überlegen sich's. Ja, ich würde die Wohnung schon gerne nehmen. Wir überlegen es uns dann auch, gell? Und Kaution sind übrigens 4 Monatsmieten. 4? Diese 4 Monatsmieten, das mag Ihnen hoch vorkommen, aber das hat sich bewährt. Also dann Wiederschauen. Also auf Wiedersehen und ich hoffe, es klappt schon. Ja, da kann er lang hoffen. Ist einem das auch aufgefallen? Der hat doch irgendwas verheimlicht. Der war nicht gerade raus. Vielleicht ist der politisch irgendwo mit diesem internationalen Terrorismus und diese ganzen Gestalten. Ja, jetzt beruhig dich, da kommen ja noch andere. Es kommen ja noch mehr. Adam Pfaff. Guck mal, Caroline, wie sich die Leutchen damals quälen mussten. Also, wenn du mir noch einmal über das bisschen Wäsche jammerst. Sagen Sie mal, guter Mann, wo ist denn hier das historische Korbflechten und Töpfern? Da links drunten, im 15. Jahrhundert. Vielen Dank. Na, kommt, Kinders. Sie, Herr Lechner, ist heute überhaupt ein Korbflechten? Der Herr Döderlein ist doch krank, der ist doch zum Urologen. Das ganze Spätmittelalter ist ja geschlossen und die Neugotik auch. Und die Steinzeit. Fräulein Rösner hat doch gekündigt. Na, das wird ihr nachher schon merken. Wie spät haben wir es denn? Jetzt haben wir es noch gleich geschafft. Sie, haben Sie am Samstag Schreie aus dem Jenseits aufgezeichnet? Nein, ich hab's gleich direkt gesehen. Weil ich hab mir's aufgezeichnet. Und dann haben die davor mit ihrem Tennis dermaßen überzogen. Mein Tennis war wirklich schwach. Und gerade wie dann die Leiche aus dem Speicher zurückkommt, da hat's abgeschaltet. Wir sind das rausgegangen. Der Australier, glaube ich, hat gewonnen. Nein, im Film. Ach so, wie er aus dem Speicher raus ist, hat er sich, glaube ich, vergiftet. Oder das war jedenfalls ziemlich schwach. Sie, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Die mit ihrem Sport, immer wenn es am spannendsten wird, dann schalten sie ab, weil sie davor so überziehen. Sie programmieren eh schon immer ein paar Minuten länger. Das kann jetzt mir nicht passieren, weil ich hab doch diesen neuen Videorekorder von der neuen Generation. Immer wenn ich was einspeichere, dann.
Weil wissen Sie, diese neue intelligente Rekordergeneration, die arbeitet mit einem digitalen Subcode. Das heißt, beim Fernsehen, da strahlen sie immer so Impulse aus und dann fängt es immer erst dann an, wenn es wirklich losgeht. Mei, schon gigantisch, was man heute alles machen kann. Wie spät haben wir es denn jetzt? Der wird gleich kommen. Wissen Sie, das war halt der Vorteil, wie ich noch bei der Südbremse gearbeitet habe. Es kann Kantinen essen. Da hat man halt gewusst, Punkt Zweifel gibt's was zum Essen. Sie, das gesamte Spätmittelalter und Steinzeit sind ja zu. Ja, das wäre krank geworden. Der Höhlenmensch ist beim Urologen. Steinzeit bis Wochenende geschlossen. Ach so, ja. Könnten Sie vielleicht noch mal mit Ihrem Werkzeug da etwas mehr zu mir? Beim Eingang gab es Postkarten. Nein, danke. Ich mache mir meine eigenen Bilder. Caroline, Wilma, Steffi, stellt euch doch mal eben da mit dazu. Und Signe, Frau, wenn Sie etwas mehr gebeugt. Ja, so ist es gut. Hey, hallo, Sie haben ja noch Ihre Uhr an. Das ist historisch ungenau. Sie sind doch das 17. Jahrhundert. Na, 18. Jahrhundert, gell, Herr Lechner? Wir sind ja 18. Jahrhundert. So? So, und jetzt weiterarbeiten. Ja, so ist es gut. Das mache ich noch auf Video. Ein super Motiv. Haben wir noch eine Kassette im Auto? Im Auto ist noch eine Kassette. Die Kassette hier ist aus. Die beiden wären ein super Zwischenschnitt vor der historischen Eisenbahn. Das müssen wir mitnehmen. Wir kommen noch mal. Bis gleich. Ja, bis gleich. Und der Töderlein, Kim, die sieht schon kommen. Dann muss ich den Höhlenmenschen auch noch machen. Bei der Südbremse haben sie auch immer Spitzen nachspeisen gehabt. Einmal ein Creme Karamell oder auch einmal ein Sorbet. Brotzeit ist da. Ja. Die wollen drauf nehmen, was geht. Ich krieg den Doppelburger mit Sesam. Muss gehen. Japaner sind da. Mahlzeit. 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 Ach, das ist doch gut. Geil, schon gewinnt der Ketchup im Schaschlik-Curry. Ja, mein Gott, das ist halt viel aromatischer. Ne? So, da wären wir wieder. Verzeihung, könnten Sie nicht vielleicht noch mal da an Ihrem Arbeitsgerät? Sie, jetzt ist Mittag, ja? Ach so, dann nehmen Sie beim Tafel auf, wenn Sie nichts dagegen haben. Wilma, Caroline, Steffi, stellt euch doch mal eben mit dazu. Na, Sie, das ist unser privater Mittag. Die historische Mahlzeit ist um 14 Uhr. Bei der Rapsmühle, gleich neben dem Parkplatz. Grüß Gott, mein Name ist Pfaff, ich komme wegen der Wohnung. Ja, schön, Herr Pfaff, aber da war gerade vor Ihnen ein Professor da. Der hat die Wohnung genommen, ein sehr netter Mensch. Aussichtslos. Ich wohne doch bloß 4 Tage in der Woche, ich bin doch praktisch ein Pendler. Ja, schön, Herr Pfaff, aber die Wohnung ist leider schon vergeben. Sie müssen sich anderweitig bemühen. Wiederschauen. Haben Sie die Schuhe gesehen? Wir geben doch nicht an jeden Gratler die Wohnung. Die sind oft so Saufbrüder. Wissen Sie, da schicken Sie immer einen vor, der soll einen Brückenkopf bilden, und dann haben wir das Geschwert da herin. Es ist unglaublich, auf welche Tricks die heutzutage alles kommen. Die Beherrschung der Technik, meine Damen und Herren, ist ein uralter Menschheitstraum. Und es waren nicht die schlechtesten Köpfe, die seitdem der Homo sapiens in Banne steht, des Perpetuum mobiles. Ein Leonardo da Vinci hat sich in seiner Zeit selbst ja niemals als Künstler gesehen, sondern er war der Ingenieur, er war der Homo technicus, nicht wahr? Er war der unruhige Geist, der an dessen Visionen von seinen Zeitgenossen milde belächelt wurden, nicht genügend estimiert. Fliegen ein Uhr. War der Flug angenehm? Wie ein Brett lag die Maschine. Rauf im Griff von Leichtigkeit,
Herrschaft, darf ich vorstellen? Professor Maybach, unser neuer Mann in Delhi. Ich war aber auch lange in Ägypten. Ah ja, das muss ja interessant gewesen sein. Sie waren ja lange in Ägypten. Ja, dann bin ich aber doch nach Delhi. Und was spricht man so in Delhi? Hindu. Führt uns zu dem Begriff, der uns heute an diesem Ort zusammenführt. Die neue Souveränität. Unser Beitrag und sicherlich auch ein Manifest für den Aufbruch in das nächste Jahrtausend. Ah, mein lieber Konsul, letztes Mal, das war doch Windhoek. Ich glaube, Sie meinen Kapstadt. Richtig, Kapstadt. Sind Sie noch in Den Haag? Ankara. Sie sind in Ankara, man sieht sich. Und der Linke ist Herr Poppe, ist fast noch richtiger für Sie als in der Auslandsabteilung. Da bemühen wir uns im Windkanal um Bruchteile hinter dem Komma, aber das macht sich ja erst bemerkbar bei über 200. Was nützt uns denn das stromlinienförmigste Auto, wenn es dann heißt, fast Stillstand auf der Autobahn? Ne? Ganz Ihrer Meinung. Probieren Sie mal den Fluchtsalat. Da ist irgendein Gewürz drin. Richtig, Ingwer. Darf ich vorstellen, Dr. Schlauch? Dr. Schlauch, das ist Konsul Hasenbank, Herr Popp. Dr. Schlauch übernimmt am 25. Brasilien. Ja, Brasilien. Ja, Brasilien, überhaupt Südamerika. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Sie entschuldigen mich einen kleinen Augenblick, ja? Was spricht man denn so in Brasilien? Meine Damen und Herren, bevor wir nun zum offiziellen Teil unseres kleinen Beisammenseins kommen, bleibt mir nur noch das Vergnügen, den Gesamtleiter unseres Projekts, Herrn Professor Dr. Langärmel, vorzustellen. Der Dank der Direktion, der Dank des Vorstandes an Sie, Herr Professor Dr. Langärmel, für die innovative, für die visionäre Arbeit an diesem Projekt, das Sie verantwortlich zeichnen und für Ihren unerschütterlichen Glauben an die Machbarkeit von Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Fertigstellung dieses 8-Zylinders beginnt ein neues Zeitalter. Chefsekretärin. Vielleicht darf die was. Grüß Gott, Sie sind Gott. Vermutlich Fräulein Königke. Richtig, und Sie sind dann wahrscheinlich Frau Ramberg. Wir haben miteinander telefoniert. Ja, richtig, Ramberg, die sind mir. Kommen Sie rein. Grüß Gott. Grüß Gott. Schauen Sie sich um, Sie wissen ja, worum es geht. So, da hinten, da hat man die Küche. Das ist die Spüle. Die ist noch vom Vormittel. Die über den großen Wert der so dicke Haxen. Wir haben einmal eine Studentin gehabt, die wir noch untervermietet hatten. Die war so blond, wirklich. Die hat solche Fesseln gehabt und die war wirklich. Also das war 2500 die Spüle, 4 Monats mit dem Kaution. Sie überlegen sich's, wir überlegen es uns. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hast du das gesehen? Nein, was? Ja, hast du das nicht gesehen? Nein.
Ja, wo schaust denn du hin? Ja, meine Männer sind halt oft. Die war doch schwanger. Schwanger? Die? War die schwanger? Ich hab bloß gesehen, dass die dicke Haxen gehabt hat, solche Stampfer. Haben Sie das nicht gesehen? Die war schwanger. Eindeutig. Ich sehe das einer Frau sofort an. Die mag in unserer Wohnung, dass da herin ihr Kind austragen kann. Die kann von mir aus gebären, so viel's mag, aber nicht da herin. Psst, ich glaube, da kommt wieder jemand. Das Nutzungsrecht am gemeinsamen Wochenendhaus am Bügelsee, Flur Nummer 1503-7 am Goaspichel, fällt einvernehmlich im Verteilungsschlüssel 50-50 an beide Parteien. Kosten und Nutzen werden von beiden Parteien zu gleichen Anteilen übernommen. Benutzung und Verweildauer kann nach einer noch zu bestimmenden Quotenregelung variieren, ohne dass den nutznießenden Vertragspartnern zusätzliche Kosten entstehen. Herr Notar, da fehlt noch was. Da haben Sie was vergessen. Meine Hobbywerkzeuge. Warten Sie doch ab. Kommt doch noch. Ausgenommen von den Nutzungsbestimmungen sind die im Privatbesitz von Herrn Armin Eberspichler befindlichen Heimwerkergeräte. Siehe in Anlage Römisch 3, Inventar Sondernutzung, Absatz 17 aufgeführt. Meine Angeln. Sowie 5 Angelruten nebst Fischereizubehör. Das sind hochempfindliche Geräte. Das rührt doch kein Mensch an. Ja, machen wir jetzt einen Vertrag oder machen wir keinen Vertrag? Ist gut, wir machen einen Vertrag. Frau Güssendorf-Bellinghausen, ich glaube, angesichts des Gesamtumfangs des Vertragswerkes spielt dieser kurze Passus doch von mir eine periphere Rolle. Ja, d'accord, ich sag ja schon gar nichts mehr, d'accord. Eine vollständige Inventarliste sämtlicher Gegenstände des gemeinsamen Hausstandes ist von beiden Parteien einverträglich erstellt worden. Beide Seiten akzeptieren die laut Inventarliste vom 17.05. aufgeführten Eigentumszuweisungen. Wenn Sie hier bitte noch einmal überprüfen würden, meine Frau, bitte schön. Fräulein Kolyam-Celis, sehen Sie doch bitte mal nach. Die Herrschaften mögen sich ein bisschen mäßig. Du bist völlig in den Schnappen, okay, hörst du sie, der Geldgeier? Sie müssen sich jetzt beherrschen, so können wir doch keine Rechtslage herstellen. Ruhe, bitte. Halt. Diese Liste, das stimmt ja vorne und hinten nicht. Das silberne Thesewies gehört ausschließlich mir, einschließlich Chinoise. Das hat mir mein zweiter Mann damals in Kopenhagen gekauft. Das ist mein Thesewies, komplett nur meins. Gnädige Frau, lassen Sie uns doch einstweilen die restlichen Punkte klären. Lesen Sie sich die Liste in Ruhe durch und dann werden wir weitersehen. Das Thesewies gehört aber ausschließlich mir. Es ist Ihr Thesewies. Also. Ergänzend zur gegenseitigen Nutzungsüberlassung wird vereinbart, dass bei Schäden infolge von Benutzung am im Vertrag aufgeführten gemeinsamen Hausrat, speziell an Gläsern, Keramik, Geschirr, nach dem Verursacherprinzip im Sinne der Haftpflichtregelung nach BGB die Kosten in vollem Umfange der Neuwertbeschaffung vom Schadensverursacher allein zu ersetzen sind. Schäden durch Eigentumsüberlassung an Dritte trägt der Überlasser alleine zugunsten des Geschädigten. Moment, das muss aber auch mit der Versicherung abgedeckt sein. Richtig, gnädige Frau. Beide Seiten erklären, über eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu verfügen und diese aufrecht zu erhalten für den Zeitraum der Vertragsdauer. Herr Armin Eberspichler verpflichtet sich, eine Lebensversicherung in Höhe von D-Mark 200.000. Das ist aber ein bisschen wenig. Schreiben Sie 250.000 rein. Ja, man kann es ja dynamisch anpassen. Schreiben Sie 250 rein. Schreiben Sie 250 rein. Also. Herr Eberspichler verpflichtet sich, eine Lebensversicherung in Höhe von 250.000 D-Mark ausschließlich zugunsten von Frau Elvira Güsendorf-Bellinghausen abzuschließen und oben aufgeführte Versicherung im Falle seines Ablebens von jedweden Ansprüchen sämtlicher sonstiger Rechtsnachfolger seinerseits freizuhalten. Frau Elvira Güsendorf-Bellinghausen verpflichtet sich, eine Lebensversicherung in Höhe von... Na, halt! Ich mache keine Lebensversicherung. Wie komme ich denn dazu? Es war vereinbart... Ja, aber... Nein! Also keine Lebensversicherung? Doch, er muss eine abschließen. Dann mach es weiter. Ja. Beide Seiten willigen in eine Versorgungsanwartschaftsbefreiung der Angehörigen der jeweiligen Gegenpartei ein, in Ergänzung der allgemeinen gesetzlichen Erblassverpflichtungsklausel. Moment, was ist das? Sie müssen nicht für die Angehörigen von Frau Güsendorf-Bellinghausen aufkommen. Ah, nicht? Ah ja, das geht okay, das geht in Ordnung. Ja, aber ich für seine auch nicht. Das hat auch kein Mensch nicht verlangt, oder? Weiter.
Beide Seiten verpflichten sich zur standesgemäßen Aufzucht und Ausbildung der gemeinsamen Kinder, einen Kindererziehungsfonds zu erstellen und zu paritätischen Anteilen bis zum Ausbildungsabschluss sämtlicher Kinder aufrechtzuerhalten. Wie viele Kinder sind bisher davon betroffen? Ja, gar keine. Wieso? Mir... Fräulein Kolljomtschedes, würden Sie sich bitte noch mal ums Foyer kümmern? Die Herrschaften mögen sich bitte ein bisschen mäßigen. Aufgebaut! Wer? Ich ganz alleine! Kommen wir zum letzten Punkt, auf den Herr Eberspichler so großen Wert gelegt hat. Es liegt eine eidesstattliche Erklärung der Eltern von Frau Elvira Güsendorf-Bellinghausen vor zur Kostenübernahme der durch den Vollzug der zivilrechtlichen Statusänderung nach BGB entstandenen Kosten, nebst daraus entstehenden Nachfolgelast. Wie kosten was? Ja. Auf gut Deutsch, die Brauteltern finanzieren Hochzeit plus Hochzeitsreise. Was glaubst du denn, wer du bist? Sag mal, was ist denn da ständig los? Güte-Trennung. So. Wenn Sie jetzt bitte beide unterschreiben würden, bitte schön. Und apropos, die Notarkosten gehen zulasten von... Sie? Na, beide. Was, ich wollte den Vertrag. Ja, du hast doch genauso viel davon. Wir haben ausgemacht, wir stellen unsere Ehe auf ein solides Fundament. Wissen Sie, sind schon so viele Ehen zerbrochen am blanken Materialismus der Partner. Solche Faktoren, das muss man von vornherein ausschließen. Das soll eine reine Liebesheirat werden, haben wir gesagt. Weil wissen Sie, wir haben uns heute gedacht, dass der im Augenblick bestehende Zuneigungsrahmen nicht gefährdet wird. Ganz ruhig bleiben. Der geht schon wieder. Ganz ruhig bleiben. Der geht schon wieder. Scheiße. Der geht schon wieder. Winfried war das. Das kann nicht sein, aber dieser Deutsche. Trotzdem, dieser Neger, das muss der Ismael Winfried gewesen sein. Ein deutscher Neger halt. Was alles gibt. Servus. So wieder ein Motorradfahrer. Der schaut nicht mehr gut aus. Ist der dort? Das kann auch eine Frau gewesen sein. Ist dann die dort? Es sei spät. Ist das ein Opel? Das war ein Opel. FRG. Freising. Nein, frei und grau genau. Komm, jetzt fahr weiter, die hinter uns möchten auch noch was sehen. Das ist jetzt der Gynäkologe. Nein, die sind schon wieder, diese Kinder. Diese Saufratzen. Ich muss ja zugeben, dass ich Kinder an und für sich gar nicht besonders gern mag. Noch dazu, wenn sie so schlecht erzogen sind. Keinerlei Manieren. Du darfst ja heute gar nicht mehr anlangen. Aber dieser Gynäkologe, jetzt ist doch schon. Der müsste doch schon längst da sein, dieser Gynäkologe. Jetzt kommt doch schon gleich die Stewardess. Na, der hat halt immer viel zu tun. Und der wird schon kommen. Wissen Sie, an einen Arzt, gleichgültig, ob jetzt der in einer Klinik arbeitet oder ob der selber eine Praxis hat, an einen Arzt kann man diese Wohnung immer vermieten. Nein, ein Arzt ist halt ein Arzt.
In solchem Fall lass er dich sogar wegen der Spüle mit mir reden, oder? Ja, sicher. Ich meine, wenn's ein Arzt ist, ne, dann braucht er auch die Spüle nicht unbedingt nehmen. Ne? Da soll er sich einrichten, wie er mag. Ein Arzt ist halt ein Arzt. So, dann möchtest du dieses wunderschöne Felsmonster haben. Ja, möchtest du nun lieber diesen hier, das ist Slim, der Ghostripper, oder hättest du lieber hier Alfred, den Soul Eater? Den Soul Eater, ja wunderschön. Ja, dann mach mal schön ein Kreuzlein hier hin, an dem Kinderland, an der Kinderland-Wunschpostkarte. Und wenn deine Mami schön unterschreiben tut, dann kann es durchaus sein, dass das Christkind an dich denkt und du zum Gabentisch dieses wunderschöne Monster hier. In die Rohrpost bitte. Zahlung ist dann per Nachname. Alles in Ordnung, Herr Ramftl? Es geht ein bisschen zach. Erstaunlich wenig Kinder da. Wenn sie kommen, wenn sie kommen. Weitermachen, Ramftl, weitermachen. Frau Leber, wo bleibt denn die Musik? Guck mal, Mami. Ja, hier spricht der Nikolaus. Wie heißt... Herr Subotka, Telefon. Gnädige Frau, wenn Sie bitte so freundlich sind und geben der Kleinen den Telefonhörer. Ah, hier spricht der Nikolaus. Wie heißt du denn? Paula. Hast du schon einen Wunschzettel für das Christkind geschrieben? Ja. Ja, schau mal, was der Nikolaus für dich hat. Schau mal, eine Puppe, die auch Mami sagen kann. Er ist sofort. Zur Bubara-Straße. Was ist da vorne? Ja, hallo, Sie! Hallo! Sie können doch da. Frau Leber, wie viel haben denn schon unterschrieben? Acht. Was, nicht mehr? Ja, acht Stück. Nie wieder auf Umsatzbeteiligungsbasis. Ja, hier spricht der Nikolaus. Wie heißt du denn? Der Nikolaus ist ein Depp. Auf Ratzen. Der hat vorhin schon ein Gurtel geklaut. Ne, Frau, bitte sind Sie so nett und geben Sie dem Kind den Telefonhörer. Da rechts. Ja, da. Ja, grüß dich, da ist der Nikolaus. Weißt du auch deinen Namen? Und weißt du auch, wer ich bin? Ein Kaufhaus Nikolaus. Ja. Also schau mal, was dir hier der Nikolaus für schöne Spielsachen hier vorbereitet hat. Möchtest du vielleicht zu Weihnachten so etwas haben? Ja. Schau mal, was wir da haben. Hier haben wir so einen wunderschönen Bagger. Da kann man die Schaufeln extra herausnehmen und kann dann im Sandkasten damit rumbuddeln. Das wäre doch was. Möchtest du den? Nein. Ja, oder wenigstens schau mal, hier so ein schönes Flugzeug, ein Flieger. Nein. Ja, oder hier, da haben wir einen wunderbaren Mikroskopkasten. Da kann man Fliegenbeine vergrößern oder Käfer oder wer das was? Nein. Auch nicht. Gib mir mal deine Oma. Ja, bitteschön. Ja, grüß Gott. Nee, Frau, Sie sind die Tante. Oma. Sie sind die Oma. Er hat ja seinen Namen noch nicht ganz gesagt. Olaf heißt er. Olaf heißt er. Herr Subotka, schnell, Herr Subotka, schnell! Oh. Ja, Herrschaft, jetzt ist der schon wieder da. Hey, hallo, Sie! Ja, liebe Oma, Sie kennen doch Ihren Olaf am allerbesten. Was hätte er sich denn gerne gewünscht? Ja, lesen tut er. Ja, Bücher haben wir auch. Aber er würde doch vielleicht irgendwas gerne aus unserem Schaufenster Weihnachtsbazar. Da hier von dem Angebot. Olaf, fällt dir was von denen Sachen? Nein. Kannst du es
bei Louis sagen, Olaf? Sollte das Christkind eins von den Sachen schicken? Nein. Ach Gott, ich weiß auch nicht, was er braucht. Ja, da geben Sie mir doch den Olaf noch einmal. Vielleicht der Chemiewerker. Ja, dann sind wir oben her. Sie, Frau Lever, Ihren Dienstlast noch. Ihren Ding. Ja, Patrick. So, Olaf, schau mal, was wir da haben. Einen wunderbaren Chemiebaukasten. Da kannst du daheim richtige Explosionen auslösen. Möchtest du das haben? Nein. Nicht? Na ja. Oder schau mal, was haben wir denn? Hier haben wir eine Dampfmaschine. Eine richtig schöne Dampfmaschine. Die dampft. Magst du das? Nein. Auch nicht. Der Bursche da mit der Fernbedienung, das wäre doch was. Das Flugzeug da, Olaf, schau. Na? Also, entschuldigen Sie, Sie haben es jetzt ja, gerade selber ist gesehen, recht. Herr Nikolaus. Es ja, hat keinen Sinn mit meinem schauen. Opa. Es tut mir wirklich leid, gell? Ja, also, auf Wiederschauen, schöne Weihnachtsfeiertage. Ja, so, Olaf! Sauchel! Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt, Frau Lieber? Immer noch 8. Das mit ihrer Beteiligung, das war ein Fehler. Nie wieder auf Umsatzbeteiligungsbasis. Gnädfrau, bitte geben Sie dem Kind den Telefonhörer. Ja? Hallo? Hallo? Wir haben telefoniert, Isabelle Delange. Ah ja, wegen der Wohnung. Und Sie sind Stewardess? Da sind Sie ja praktisch ständig unterwegs. Da steht die Wohnung da und leer? Na, zurzeit arbeite ich mehr als Model. Ich darf mich doch mal umschauen. Aha, nicht schlecht vom Schnitt. Da kann man was draus machen. Das Bad. Sie können sich ja nicht gern anschauen, Fräulein. Aber so wie es ausschaut, ist die Wohnung praktisch schon vergeben. Das ist doch eine von. Das ist doch eine gewerbsmäßige. Also, das ist ja allerhand. So eine da herin. Soll ich euch vielleicht schon mal eine kleine Anzahlung rüberfahren? Nein, nein, Sie haben ja gehört. Ja, warum nicht? Nein, die Wohnung ist praktisch schon vergeben. Ja, an wen denn? Das geht dich gar nichts an. Und wenn ich 100 Mark mehr zahlen darf im Monat? Nein! Ja. 200? Ja, warum nicht? Das machen wir doch. Nein, Sie brauchen sich gar nicht bemühen, Fräulein. Es ist halt einmal ja so. Also, ich finde, meine Frau ist da ein bisschen kähnlich. Unter uns gesagt, ich werde es da nicht ganz so. Bevor ich so eine hier reinlasse, dann lassen wir die Wohnung lieber leer stehen. Tja, da kann man halt dann nichts machen. Ciao, ihr alten Spießer. Mei, so sind es halt, die Frauen. Was ist heute für ein Tag? Heute ist Dienstag, nein, heute ist Freitag. Da steht's, Donnerstag, da steht's ja. Ach ja. Haben Sie das gesehen, vorgestern? Haben Sie das gesehen? Das war toll. Wie er mit der einen Hand auf der Ding, an der Dachrinne. Oben am Kirchturm ist er gehängt, so an der Dachrinne mit einer Hand und hat er sich festgehalten. Zuerst noch mit einer Hand und dann so mit drei Fingern, mit zwei Fingern hat er sich so hingekrallt. Und dann ist der andere gekommen mit den Lederstiefeln, ist ihm auf die Finger und dann. Boom, ist er runtergefallen. Man hat genau gesehen, wie er aufgeflatscht ist. Das war toll. Sagenhaft. Ich hab schwarz-weiß gesehen, weil es im Österreicher war. Das war vorgestern, genau. Weil, was war dann noch? Dann war ja. Naja, da war nicht mehr viel los. Ding habe ich gesehen: Caroline Reiber unterwegs mit Karl Moik und dem Urfich in die innere Mongolei. Das war echt nett. Und dann, Ding noch, glaube ich,
die Nachgedanken mit dem Kohlenkampf. Und dann war nicht mehr viel los. Und dann, mir war richtig langweilig, so fad. Und dann bin ich spazieren gegangen noch ein bisschen. Da hinten, wissen Sie, da, wo sie das neue Möbelcenter hingestellt gehabt haben. Da hinten, hier. Ganz da hinten. Naja, also ich muss sagen, wenn der hölzerne Telegrafenmast nicht da gestanden wäre, weil ich habe dreimal hinspritzen müssen, bis es anbrennt ist. Es ist aber dann doch anbrennt, weil ein bisschen Wind aufgekommen ist und dann hat es brennt. Ja, das brennt, das hat, die haben so eine Rustikalabteilung, das sind so Massivmöbel, das hat brennt. Ich bin aber, weil es so heiß geworden ist, ich habe ich mir den Rest vom Fenster aus angeschaut. Bis zum Schluss, wo es ganz eingeäschert war. Und ja, das war vorgestern. Weil gestern, was war denn gestern? Jetzt muss ich direkt nachdenken. Ein Quiz war sowieso, ja, das Ding. Und dann war noch, was war denn? Ah ja, das war gut. Besuch aus dem All, das war toll. Wie diese Marsmenschen, wie die da runtergekommen sind mit der Rakete, da sind sie raus. Dann haben sie die anderen alle gepackt, dann haben sie es mit den Säbel die Beiche aufgeschlitzt und haben die Eingeweide rausgerissen und die Zehen abgeschnitten und abgehackt. Und dann haben sie es in die Fritteuse rein. Und dann haben sie es so frittiert und dann haben sie es gegessen. Das hat richtig so geknuspert, so rösch. Das war sagenhaft. Das war toll. Ja, Besuch aus dem All. Aber sonst, dann war eigentlich nicht mehr viel los. Was waren da noch? So eine Diskussion haben sie gebracht. EG am Scheideweg. Irgendwie so eine Diskussion über Tomaten in Brüssel. Und dann, Nachgedanken vom Kuhlenkampf. Da war nicht mehr viel los. Ja, ich bin dann noch ein bisschen spazieren gegangen. Dann aus, wo sie das neue Teppichland errichtet gehabt haben. Wissen Sie da, gleich da, wie man geradeaus geht, war das. Aber wie ich hingekommen bin, hat es schon brennt. Da ist mir dann so ein Herr entgegengekommen, mit einem Benzinkanister. Wir haben uns dann auf eine Bank gesetzt, haben uns gemeinsam angeschaut, wie es brennt hat. Der Herr hat gesagt, naja, wir sehen uns jetzt wahrscheinlich öfter. Ach ja. Was bringen Sie denn heute? Das ist, glaube ich, bunt ist die Welt. Miami Vize. Naja. Und den Nachgedanken vom Kuhlenkampf. Wissen Sie was? Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen spazieren.
Guten Tag. Leider wir schon vergeben. Tut mir leid. Aber danke, Wiederschein. Haben Sie das gesehen? Das ist ja direkt. Wissen Sie, Sie haben es ja selber gesehen, was da heutzutage alles eine Wohnung sucht. Das ist ja. So jemand hier reinkriegen, das ist kein Problem. Aber den wieder rauskriegen, das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und den idealen Mieter, den gibt es ja gar nicht. Weil diese Typen, die da so rumtanzen, die kommen ja im Grunde nur, weil sie keine Wohnung haben. Ein anständiger Mensch, der eine Wohnung hat, der braucht ja gar keine mehr suchen, weil er selber ja schon eine hat.